Hallo, ich bin Philipp, das ist der Gefahrenunterricht. Ich bin mal wieder im Wald auf der Joggenrunde. So sieht's hier aus. Und möchte den Wochenrückblick für diese Woche. Ich weiß gar nicht, wie viel Woche es ist, ganz ehrlich gesagt. Das werde ich dann rausfinden in der Postproduktion. Also, wie war diese Woche? Was gab es in Bezug auf den Gefahrenunterricht? Ich möchte zwei Punkte aufgreifen. Bei mir ist es eine Woche der Frühlingsferien. Wir haben 2 Wochen hier in Zürich und der Entscheid ist jetzt gefallen, dass die Schulen wieder öffnen. Meine Schule öffnet im Juni und das zeigt so ein bisschen ein Problem, diese Krise. Es ist an vielen Orten ein Warten auf Entscheidungen spürbar. Also wir warten darauf, wie finden die Abschlussprüfungen statt oder wie starten wir dann genau wieder, wenn wieder Schule ist? Gibt es da Spezialregelungen? Ist es ganz regulärer Schulbetrieb? Was wird von diesem ganzen Fernunterrichtssetting dann noch bestehen bleiben? Und dieses Warten auf Entscheidungen ist recht ermüdend, weil es ein bisschen unklar macht jetzt für mich, soll ich mich auf diese Abschlussprüfungen vorbereiten? Das ist eine riesige Arbeit oder soll ich noch ein bisschen zuwarten, bis diese Entscheidungen dann tatsächlich auch gefällt worden sind. All das wissen wir nicht. Auch wenn jetzt klar wird, irgendwann vor den Sommerferien wird es wieder losgehen, ist vieles immer noch ganz offen und in der Schwebe. Und ich denke, das verhindert auch so ein bisschen, dass das volle Potenzial dieser Möglichkeiten, also das Potenzial der Möglichkeit, wir sind zu Hause, die Schülerinnen und Schüler sind zu Hause, wir haben zeitliche Freiräume, das denke ich, ist das Potenzial. Wir haben auch individuelle Möglichkeiten, mit Problemen umzugehen. Dieses Potenzial kann nicht abgerufen werden, weil es immer noch so, irgendwann wird dann entschieden, wie ist es mit der Bewertung, wie ist es mit der Versetzung, wie finden die Abschlussprüfungen statt. Darauf warten wir noch. Und das war diese Woche auch für mich spürbar. Auf einem Nebengleis habe ich jetzt begonnen, Stardew Valley zu spielen. Das ist ein großartiges Bauernhofspiel, das mir sehr gute Entspannung verschafft. Abends, wenn ich fertig gearbeitet habe, das ist ein bisschen die Ferienbelohnung, dass ich da noch ein paar Pastinaken anbauen kann und die Leute im Bauerndorf kennenlerne. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald.